Hey Freunde, wir werden heute eine Zucchini-Kartoffelpfanne machen. Mit ein bisschen Bulette dran und mit ein bisschen Rest Eiklar vom Backen. Und es geht los. So, als erstes werde ich mal Zwiebeln und Kartoffeln schälen. Da müsst ihr nicht mit bei sein, ne? Das kennt ihr ja alle. So, Freunde, alles vorbereitet. Das heißt, wir gehen gleich ins Eingemachte. Wie man das nacheinander brauchen, so runterschieben hier und gleich die Pfanne ranziehen. So, die machen wir auch direkt heiß. Wenn wir uns die Zwiebeln machen, Würfelchen, Schiffchen, wie ihr gerne möchtet. So. So, hier machen wir gleich eine Prise Salz mit dran. Und dann machen wir uns gleich in die Kartoffeln. Weil die wollen wir vor der Zucchini noch in der Pfanne machen, dass sie noch so ein bisschen vom Brataroma abbekommen. Dass sie nicht nur in der Soße vor sich hin dünsten. Ich meine, das tun sie dann auch, aber dann gibt es halt weniger Geschmack. Ne? So, machen wir uns die Zwiebel auf Seite. Machen wir hier noch ein Klecks Öl her. Und ins Öl noch ein bisschen Kümmel rein. Wer keinen Kümmel mag, lässt ihn einfach weg. So. Darauf geben wir jetzt unsere Kartoffeln und lassen die mit der Zwiebel zusammen so ein bisschen Aroma annehmen von dem Kümmel, von dem Öl. Gleich wieder noch ein Prise Salz dran und dann machen wir uns an die Zucchini zum Schneiden. Ein bisschen gewaschen und beide Seiten den Blütenansatz bzw. den Stiel entfernen. Und jetzt könnt ihr euch selber aussuchen, wie dick eure Zucchini-Scheiben, Würfel etc. sein möchten, sollen. Mich hier zwischen 3 und 5 mm entschieden, alles so ein bisschen ungleichmäßig.
Schau mal, Freunde, wenn das Farbe gezogen hat, schon anfängt braun zu werden, geben wir unsere Zucchini dazu. Jetzt erstmal noch nicht salzen, sonst habt ihr gleich die ganze Pfanne voller Wasser. So, und das Zeit, wo das brät, machen wir unsere Buletten ein bisschen klein. Wenn ihr das machen möchtet, ihr könnt auch frisches Hack nehmen, dann müsst ihr das nur vorher schon anbraten. Ich mache hier den großen Pilz einmal runtergeschnitten und dann so eine Art Würfel. So, wenn die Zucchini ein bisschen Farbe gezogen hat, machen wir einfach so 150, 200 ml Wasser dazu, dass wir richtig Gas geben können. Und wenn das Wasser raus ist, dann machen wir dann ein Bulettchen noch mit dabei. So, Freunde, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt werden wir noch ein bisschen würzen. Das heißt, Pfeffer geben wir dazu. Auf jeden Fall. Dann geben wir dazu Paprika runter. Knoblauch aus der Tüte. Ja, ich weiß. Und dann machen wir ein bisschen Koriander-Saat. Muss aber nicht sein, gemahlen. Aber ich bin irgendwie Fan davon geworden. Keine Ahnung. So, jetzt machen wir noch unsere Bulette mit dabei. So Leute, wir sind jetzt im Prinzip fertig. Ich habe hier aber noch meine 6 Eichler übrig beim Kuchenbacken. Ich werde da noch wegen dem Geschmack ein Vollei dazu machen. Und dann lassen wir das einfach bei Resttemperatur, ich mache aus hier, gieße das ein und lassen es bei Resttemperatur einfach schön stocken. Nur ein bisschen umrühren noch. Wer will, wer nicht, er kann das auch so stocken lassen. So Freunde. Da haben wir es, da ist es. Wie gesagt, für nur die Pflanzenesser, Ei und hier Bulette kann man gut weglassen. Aber dann schmeckt es halt nicht so lecker. Leute, ich danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bye, bye. Und tschüssikowski.